Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Was sich allerdings alternativ zu einem Fallout Wir helfen der ganzen Welt entwickelt. Und jetzt müssen einer wir hier der Ranger-Veteranen hat mich mit nur den angeschaut und reden, ich bin da hingeschmolzen. Ja, Moral von denen ein bisschen zu steigen. Und da ist Poindexter. Ich gehe davon aus, dass sie mit der Armee oder den Rangern assoziiert sind. Was kann ich für sie tun? Sergeant McMurdo hat mich gebeten, ihren Trupp in Form zu bringen. Das erscheint mir höchst unlogisch. Welchen Grund sollte er für ein solches Verhalten haben? Er glaubt, dass sie besser auf jemanden reagieren, der keine Autoritätsfigur ist. Eine unerwartete Variable. Ich hatte gehofft, auf einer einfachen Welle der Mittelmäßigkeit zu einer kuscheligen Staatspension zu kommen. Na, das bezweifle ich. Vielleicht kann ich helfen. Und wie schlagen Sie vor, dass ein solches Ziel erreicht wird? Indem Sie vielleicht nicht so, wie heißt das denn nochmal? Groß Trala herumreden. Wie heißt denn das immer? Ich habe keine Ahnung, wie das Wort heißt. Ein faszinierender Vorschlag. Die Bereitschaftsberichte der Kompanie werden ins Computersystem eingespeist. Durch ein Hacken des Systems könnten unsere Berichte verändert werden. Ein solches Vorgehen würde jedoch verhindern, dass der Trupp echten Einsatz zeigt. Wenn das aber ihr eigentliches Ziel ist, brauchen sie Alternativen. Ich mach's, aber ich werde sowieso überbewertet. Exzellent. Die Berichte sind auf zwei Terminals im Resort zugänglich. Dem Hauptterminal in der Lobby und einem gesicherten im hinteren Büro. Das Hauptterminal ist üblicherweise ungesichert, aber es ist auch an einem Durchgangsknotenpunkt. Da wird etwas Heimlichkeit erforderlich sein. Das Büroterminal ist gesichert, aber Sie können sehr viel leichter auf es zugreifen, insbesondere nachts. Haben Sie hier das Sagen? Rein offiziell nicht. Da ich aber die bei weitem intelligenteste und einfallsreichste Person auf dieser Basis bin, schauen die Soldaten hier zweifelsohne alle zu mir auf. Es ist also ein Nein. Wenn Sie sich auf eine enge, beschränkte Sicht von das Sagen beschränken wollen, dann ja. Die Antwort ist Nein. Sind wir fertig? Erzählen Sie mir von sich. Aus welchem Grund? Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Sie verstehen würden, was ich zu sagen habe. Erwiesenermaßen bin ich genial. Und nach meiner Entlassung aus diesem testosterongeschwängerten, unfähigen Haufen habe ich mehr als genug Geld. Ach, ist das so? Wie endet dein Kerl? Wie sehen denn in der Armee dann? Eine simple Idee. Die Armee bietet finanzielle Sicherheit und reichlich Vorzüge für ein beträchtliches persönliches Risiko. Aber nur an der Front. Wenn die eigenen Leistungen zu schlecht sind, wird man entlassen. Sind sie zu gut, wird man an die Front geschickt. Ich muss also nur auf dem Gradienten mittlerer Leistung bleiben und bekomme einen bequemen Posten ohne Arbeit, meilenweit von der Front entfernt. Das nennt sich so eine Arbeitsverweigerung. Sie sind ja echt super berühmt in der RNK. Muss ich gleich meiner Mama schreiben, dass ich sie getroffen habe. Warum haben Sie solche Angst vor den Kämpfen? Ich habe keine Angst. Ich tue Leuten nur ungern weh, das ist alles. Meine Mama sagte immer, Junge, du bist der Größte und Stärkste, also benimm dich. Jeden Tag hat sie mir das gesagt und ich habe es mir wohl zu Herzen genommen. Können Sie mir etwas über Ihre Kameraden sagen? Ganz nette Leute. Von Point Extra weiß ich, wie man Feuerwerk macht. Raz macht mir manchmal Angst, aber halb so schlimm. Er hat ein hartes Leben. Na dann, erzählen Sie mir etwas über sich. Nun, ich wurde auf einer Farm in Kalifornien geboren. Nichts Großes. Ich, Ma und Pa, meine zwei Schwestern und rund 15 Hektar Mais und Brahmin. Wir hatten nie wirklich Probleme, bis auf ein paar magere Jahre. Dann ging ich zum Militär und wurde hierher nach New Vegas geschafft. Na dann, was halten Sie von Camp Golf? Oh, gefällt mir gut. Der See ist echt hübsch und diese Leute von der Legion stören uns nicht arg. Wie sind Sie zur Armee gekommen? Naja, wir hatten vor einigen Jahren ein paar schlechte Ernten hintereinander. Pa meinte, er kann keine drei Kinder ernähren. Als Ältester ging ich zur Armee, damit meine Schwestern was zu essen haben und wir nicht alle von Raidern getötet werden und Jesus uns liebt. Passt schon, würde ich sagen, aber ich mag das Kämpfen nicht besonders. Na dann, auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi. Wer bist du? Schicke? Ach, Max. Ach, die ist das. Ich habe gehört, dass Caesar tot ist und wir Ihnen dafür zu danken haben. Gute Arbeit. Erzählen Sie mal etwas über sich. Schnell erzählt. Aufgewachsen in Ureno, der Armee beigetreten, wollte Ranger werden. Nicht geschafft, jetzt gehöre ich zu diesen Witzbolden hier. Na dann, warum wurden Sie nicht bei den Rangern aufgenommen?
Puh, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich die schlechteste Einheit der ganzen RNK-Armee an den Hacken habe. Könnte es was damit zu tun haben? Klingt nicht so, als ob sie ihre Kameraden besonders gut leihen können. Ja, ich meine, nein, sie sind menschlich in Ordnung. Aber ihnen ist alles egal, wissen Sie. Sie haben keinen Ehrgeiz, keine Motivation. Sie sind furchtbar nachlässig. Und das wirft ein schlechtes Bild auf mich. So schlimm scheint es hier gar nicht zu sein. Ach, bitte. Nach Camp Golf wird jeder abgeschoben, den man nirgendwo anders will. Ein Posten hier ist das Ende jeder Karriere. Wie kommt es, dass Sie hier in Camp Golf gelandet sind? Ganz einfach. Hier schicken Sie die Loser und die Leute hin, die Sie nicht wollen. Aber hey, nicht, dass Sie meinen, ich wäre verbittert oder so. Warum sind Sie der Armee beigetreten? Ich wollte wohl was aus mir machen, wissen Sie? Die Beste der Besten sein. Ich wollte Ranger werden, aber naja, das muss wohl reichen. Auf Wiedersehen. Klar, wir sehen uns. Ja, ist blöd, ne? Flaggen unserer Versager. Oh, Kantinenzelt. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion ver... Da ist hier nichts mehr. So. Ich überlege mal, ob ich nicht gerade McQuaddy oder wie der heißt, das erzählen kann, dass ich das fälschen soll. Ich weiß nicht, ob ich das so... Gute Arbeit, wie Sie mit Caesar fertig geworden sind. Das wird es viel leichter machen, die Mojave zu halten. Ah, kann ich nicht. Naja, dann muss ich da halt hoch. Was soll's? So. Ach, guck mal. Hier sind ziemlich viele Ranger-Veteranen dafür, dass hier nur die Idioten sein sollen. Okay. Ah, hallo. Wir haben hier ein richtiges Familientreffen der Ranger. Wird Zeit für die Familienfehde. Ja. Da frage ich mich auch versteckt. Guck mal. Trupp Eigenbrötner, Schießstandbericht. Trupp demonstriert durchgehend mangelhafte Treffsicherheit. Es fehlt an grundlegender Fähigkeit im Umgang mit Feuerwaffen. Bestenfalls minimale Teamkoordination. Häufig Rivalität zwischen Individuen. Weiteres Grundlagentraining und Teambildungsübung werden empfohlen. Abschließende Analyse schlecht. Granaten. Zeigt einen erschreckenden Mangel an Geschick im Umgang mit den grundlegendsten Exklusivwaffen der Armee der RNK. Offen gesagt ist es ein Wunder, dass die Burschen noch alle Arme und Beine haben. Ausgewähltes Training mit Übungsmunition wird dringend empfohlen. Bereitschaftsberichte ändern. Zeigt deutlich gesteigertes Geschick im Umgang mit Handfeuerwaffen und im Kampf auf nahe und nächste Distanz. Präzision im Vergleich zu früheren Untersuchungen zu um 15% gestiegen. Truppenmitglieder arbeiten als Einheit, um ein Ziel zu erreichen. Zeigt sich geübter Umgang mit und beweist gute Kenntnis der taktischen Anwendungsmöglichkeiten von Explosivwaffen. Aufgrund dieser Beurteilung wird die Empfehlung zur Erteilung der uneingeschränkten Gefechtseignung ausgesprochen. Sorry. Schon vorkommen. Oh, wer bist du denn? Ach, mit den Systemen hier können wir die Aktivitäten der Ranger in der ganzen Region überwachen. Was ist denn das hier? Hi. Hi. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Irgendwie, das sieht mir aber eher aus wie so eine Elite-Trupp. Als einfach nur irgendwie so ein Idiotentrupp. Ach so. Ist kaputt. Ich weiß nicht, also hier würde ich jetzt als Legion nicht angreifen wollen. Guck mal, wo geht's da hin? Wir haben hier ein richtiges Familientreffen. Ja. Ach, guck mal, miteinander, Schiefhändlern. Im Westen sieht man nicht viele davon. Sehen, meine ich. Natürlich oder künstlich, man sieht beides nicht oft. Wir haben die Dämme vernachlässigt oder das Wasser schon lange abgepumpt.
Owens, Isabella, der St. Louis. Vom Grundwasser ist nichts mehr übrig. Gibt nur noch Schlamm und Staub. Es fühlt sich anders an, wenn die Sonne über Wasser aufgeht. Muss man sich erst mal dran gewöhnen. Aber wenn man lange genug hier ist, dann kommt es einem normal vor. Das ist heutzutage das Leben eines Rangers. Nach Osten schauen. Sie müssen der Kurier sein, von dem alle reden. Hab über Funk gehört, dass Ihnen jemand in Good Springs übel mitgespielt hat. Die Mojave brennt den Menschen das Gute aus, aber Sie scheinen der RNK wohlgesonnen zu sein. Wissen wir zu schätzen. Was kann ich für Sie tun? Hören Sie eigentlich nie auf zu reden? Ich konnte ja nicht wissen, dass Sie es so eilig haben. Ich habe mich so daran gewöhnt, hier zu sitzen und dem Funk zu lauschen, dass ich manchmal vergesse, dass sich Leute auf einen Krieg vorbereiten. Sprechen wir über etwas anderes. Schießen Sie los. Lieber nicht. Erzählen Sie mir von sich. Die Leute hier nennen mich Chief Hanlon. Einfach Hanlon reicht jedoch. Die Ranger kommen relativ gut alleine zurecht, aber ich helfe, wo es geht. Hauptsächlich Verwaltungsangelegenheiten und die Koordinierung von Informationen per Funk. Außerdem behalte ich die Feuer am anderen Ufer im Auge. Feuer? Die Feuer der Legion. Sie brennen in den Himmel, wo auch immer die Legion hingeht. Caesar ist relativ undurchschaubar. Aber er achtet immer darauf, dass man weiß, wenn mehr Truppen vor der Tür stehen. Ja. Was wissen Sie über Caesar, außer dass er tot ist? Der Beste der Besten. Der Schlimmste der Schlimmen. Er kam aus der RNK und war einer der Anhänger der Apokalypse. Wie viele Anhänger zog er zusammen mit einem Partner in die Wildnis, um Bedürftigen zu helfen. Nicht großartig anders, als die Ranger früher waren. Nur mit Büchern und Medikamenten, statt mit Knarren. Wo ist er hin? Raus zum Grand Canyon. Er hat Joshua Graham getroffen, einen Missionar aus Utah. Graham war Dolmetscher für die Anhänger und die Stämme. Alle drei wurden von den Schwarzfüßen dort unten geschnappt, als diese noch im Krieg mit allen anderen Stämmen im Südwesten waren. Wie konnte ein Anhänger zu Caesar werden? Irgendwann wurde ihm klar, dass er die Schwarzfüße ausbilden musste, damit sie nicht mit dem Rest des Stammes vernichtet werden würden. Er zeigte ihnen, wie man Schusswaffen verwendet und Sprengstoff herstellt. Nachdem er ihnen ein paar Tricks beigebracht hatte, brauchten sie ihn. Und er brauchte Anhänger, die RNK und den Rest nicht mehr. Er entschied, dass er die südwestlichen Stämme neu formen würde, ob sie wollten oder nicht. Er wurde Caesar. Und Joshua Graham wurde sein Legat, seine rechte Hand. Und das blieb Graham bis zur Sache mit dem Hoover-Staudamm. Was passierte mit Graham nach der Sache am Hoover-Staudamm? Der Verlust des Damms war die schlimmste Niederlage der Legion. Graham war von Anfang an Caesars Seite, aber er musste ein Exempel statuieren. Die Prätorianer überzogen Graham mit Teer, zündeten ihn an und warfen ihn hinunter in den Grand Canyon. Und das war das Ende von Graham. So sicher ist das nicht. Sie müssen verstehen, dass Graham der härteste Mistkerl war, den diese Gegend je erlebt hatte. Vor Hoover haben wir 5 Ranger und Scharfschützen der ersten Aufklärung verloren, die ihn erledigen wollten. Ein paar Leute glauben, dass er noch lebt. Sie nennen ihn den Verbrannten. Gehören die Schwarzfüße zur Legion? Ja und nein. Die Schwarzfüße gibt es nicht mehr. Wie alle anderen Stämme, die von der Legion geschluckt werden. Caesar löscht die Stammesidentität. Tätowierungen werden unkenntlich gemacht. Familien getrennt, Stämme gemischt, bis die alten Loyalitäten sterben. Der einzige Stamm in der Legion ist die Legion. Caesar ist ihr Häuptling, Vater und Gott in einer Person. Ah, interessant. Schießen Sie los. Das wäre auch mit den Großkarren passiert. Wie schlägt sich der NK? Der Mojave Outpost hat uns Infos zukommen lassen. Die Ranger, die von Baja hochkommen, haben vor einer Woche Dayglow passiert. Einige der Patrouillen melden, dass Olivers schwere Truppen mit Powerrüstungen langsam die Frontlinien verstärken.
Wäre schön, wenn Sie ein wenig früher hier gewesen wären. Aber so ist der Senat eben. Was bedeuten die neuen Ranger für die Anka? Die Bachar Ranger können die Soldaten mit effektiver Erkundung bei Nacht und ihren Präzisionsgewehren unterstützen. Die Gefechtshelme der Ranger stammen aus der Vorkriegszeit. Sie haben integrierte Restlichtverstärker. Das macht eine Menge aus. Erzählen Sie mir von den schweren Truppen. Sie haben die beste Ausrüstung, die die RNK aufbieten kann. Powerrüstungen aus unserem Krieg gegen die Bruderschaft. Unsere Techniker entfernen die Gelenkservos, damit man keine besondere Ausbildung zum Tragen benötigt. Es fühlt sich an, als würde man eine Brahmin auf dem Rücken tragen. Aber damit kann man eine Menge einstecken. Was hat die Legion vor? Angeblich sind die alten Herren der Legion eingetroffen. Caesars Veteranen der Centurie Red Oki und des ehemaligen Stammes Farbfels. Sie sind die Besten der Besten und die Fiesesten der Fiesen. Nur Centurios oder Prätorianer sind noch härtere Brocken. Wenn Sie einer Gruppe von ihnen begegnen, sollten Sie sich Ihren nächsten Schritt genau überlegen. Was macht die Veteranen so zäh? Sie sind wie gewöhnliche Legionäre, nur 10 Jahre älter. Was ihnen das Alter nimmt, machen sie mit Erfahrung wett. In der Legion lebt man nicht lang. Aber wer 10 Jahre in Caesars Armee durchhält, den sollte man lieber ernst nehmen. Erzählen Sie mir von den Centurios. In der RNK gibt es kein echtes Gegenstück zu ihnen. Centurios sind Elite-Offiziere, die sich ihren Rang mit Schweiß und Blut verdient haben. Sie tragen spezielle Outfits, die aus den Rüstungen ihrer besiegten Feinde bestehen. Gute Kommandanten und zähe Gegner. Und wer sind die Prätorianer? Caesars Leibgarde. Sie begleiten ihn überall hin. Eine kleine Rückversicherung, falls einer seiner Gäste auf seltsame Ideen kommt. Sie sind nicht die härtesten Legionäre, aber die, die Caesar am treuesten ergeben sind. Sie glauben an alles, für das die Legion steht. Und trotzdem habe ich sie erledigt. Merkwürdig. Erzählen Sie mir von den Rangern. Ich könnte Ihnen viel über sie erzählen. Aber in meinem Alter bin ich mir nicht sicher, wer von uns zuerst einschlafen würde. Was wollen Sie wissen? Haben Sie gute Geschichten auf Lager? Kommt drauf an, was Sie für gut halten. Die meisten Leute interessieren sich für den Staudamm und Boulder City. Aber das ist eine lange Geschichte. Wenn Sie Geschichten über die Jagd auf Sklaventreiber und das Hochnehmen von Banden hören wollen, fragen Sie einen der jüngeren Ranger. Die Ranger müssen doch etwas Gutes getan haben, auf das sie stolz sind. Ist eine längere Geschichte, aber na gut. Vor 20, 25 Jahren ist eine Gruppe von RNK-Siedlern nach Baja im Süden vorgestoßen. Wenn man sich heute die Karten anschaut, sieht das nicht sehr weit aus. Aber damals war es ganz schön abgelegen. Sie haben dieses kleine Hüttendorf mit einem Brunnen in der Mitte gegründet. Nannten es Rattletail. Wir hörten, dass eine unserer Stationen von Raidern angegriffen wurde. Also zog ich mit 6 Rangern los. Wir waren bestimmt eine Woche unterwegs, bis wir in Rattletail eintrafen. Nachtpirscher hatten eine von uns getötet, der Durst fast noch jemanden. Als wir ankamen, sahen wir 6 schäbige Hütten rund um einen Brunnen. In den Dünen außerhalb des Dorfs lagen über 2 Dutzend Leichen. Und im Dorf hockten 5 Leute mit 308-Gewehren hinter Sandsäcken. Und die Leichen, diese Menschen im Sand, waren keine Raider. Sie waren noch nicht mal schwer bewaffnet. Es waren nur Leute, die zum einzigen Brunnen im Umkreis von 75 Kilometern wollten. Ich wusste gleich, dass das den Leuten im Dorf egal war. Sie hatten die Flagge der RNK über dem Brunnen gehisst und waren bereit, ihre Stellung zu halten, auch wenn sie alle dabei draufgingen. Also bin ich hingegangen und habe eine Geschichte über eine 100-Mann-starke Raider-Bande erfunden. Hab mir sogar einen Namen ausgedacht. Die Kerle haben erst einander doof angeguckt, dann uns. Und dann haben sie mich gefragt, was wir jetzt gegen die Raider unternehmen könnten. Ich habe gesagt, dass wir sie ins Territorium der RNK zurückbringen würden, weil wir auf dem Weg schon 10 Ranger verloren hätten.
Das reichte ihnen wohl. Sie haben ihre Sachen gepackt und wir haben sie nach Norden gebracht. Hab gehört, dass sie jetzt in Anza Borrego siedeln. Züchten Großhörner. Hatten anfangs Schwierigkeiten, aber es hat alles geklappt. Das war meine eine gute Tat. Hört sich doch schön angehört. Und was ist am Hoover-Staudamm und in Boulder City passiert? In großen Schlachten setzt Caesar seine Legionäre in Wellen ein. Erst Rekruten, dahinter Primi und die alte Garde am Schloss. Der Gegner verausgabt sich bei den ersten beiden Wellen, wenn er überhaupt so lange durchhält. Und die Veteranen haben dann ein leichtes Spiel. Caesar ist aber flexibel. Und wenn es sein muss, setzt er eine Mischung von Legionären als Plänkler ein und erhält die Ordnung dabei trotzdem aufrecht. Joshua Graham, Caesars alter Legat, der war nicht so flexibel. Als die Legion den Hoover-Staudamm angriff, befahl General Oliver gleich zu Beginn den Rückzug in die Mitte des Schlachtfelds. Graham ließ die Legionäre auf den Staudamm vorrücken und füllte die Ostflanke vorne mit Rekruten und hinten mit Veteranen auf. Wie aus dem Lehrbuch. Aber als sie erstmal da waren, hingen sie fest. Olivers Truppen waren eingegraben und wichen keinen Fußbreit zurück. Dann wurden Scharfschützen der Ranger und der ersten Aufklärung angewiesen, die Offiziere der Veteranen von einer hohen Kuppe im Westen aus auszuschalten. Es dauerte kaum eine Minute, bis Graham den hinteren Rängen befahl, sich nach vorn durchzudrängen und die Kuppe zu erstürmen. Das führte zu totalem Chaos unter den jüngeren Legionären. Olivers Truppen wichen auf die Balustraden aus und ließen die Veteranen durch. Aber bis die Veteranen die Kuppe erreichten, waren wir schon längst in Boulder City. Sie folgten uns dorthin, doch wir waren weg, bevor sie es merkten. Wir hatten überall in der alten Stadt C4 und Dynamit gelegt. Krude, aber effektiv. Die wenigen Überlebenden der Explosionen leisteten kaum Gegenwehr. Die auf dem Damm wussten nicht mehr weiter. Die Soldaten schlugen sie in die Flucht, Graham zog seine Legionäre zurück und die Schlacht war gewonnen. Er ging nach Süden, zurück zum Grand Canyon, zurück zu Caesar. Das war das Letzte, was wir von Joshua Graham gesehen haben. Interessant. Schießen Sie los. Auf Wiedersehen. Adios. Amigo. Und dann machen wir Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dahin und tschüss.